Rockstar Games hat mich die letzten Monate ein bisschen sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also generell mit dem Konzept, dass sie GTA Online verfolgen und GTA 5 quasi links liegen gelassen haben, also den Singleplayer an sich, das fand ich schon immer ein bisschen suspekt. Und jetzt haben sie viel mehr auch gezeigt die letzten Monate, also seit eigentlich der GTA Definitive Edition und jetzt auch der GTA 5 Version für Next Gen unter Anführungszeichen natürlich und auch GTA Plus, das ja diese Woche oder letzte Woche angekündigt wurde. Und da zeigt sich so ein bisschen ein Wandel bei Rockstar Games hin zu einer Firma, die mir ehrlich gesagt sehr suspekt ist und mir überhaupt nicht gefällt. Also Rockstar Games war immer dafür bekannt, dass sie wirklich großartige Spiele abliefern, dass sie ein bisschen einen komischen Kommunikationsstil zum Teil haben, was Ankündigungen betrifft, was die Infos betrifft vorab und so weiter, was auch Presseversionen und so weiter betrifft. Da sind sie immer sehr spärlich gewesen, das muss man sich eingestellt, muss man einfach sagen, das war schon immer so, aber dafür haben sie wirklich gute Spiele abgeliefert. Also wenn ich an die GTA-Reihe denke, da fällt mir eigentlich kein Titel ein, der wirklich jetzt schlecht gewesen wäre, außer vielleicht irgendwelche so, ja, Releases oder ähnliches. Und GTA 5, wenn wir ehrlich sind, ist natürlich auch ein großartiges Spiel. Auch Red Dead Redemption 2 ist ein großartiges Spiel. Was mir persönlich so ein bisschen nicht gefällt an der ganzen Geschichte ist, GTA 5 hat sich halt sehr, sehr stark auf den Online-Fokus, also auf den Online-Modus fokussiert so herum und im Vergleich dazu den Singleplayer einfach links liegen gelassen. Was halt dazu auch führt, dass Spieler, die lieber Singleplayer spielen, so irgendwie durch die Röhre schauen und eigentlich nur GTA Online neue Inhalte bekommt. Dafür muss man sagen, sie supporten das seit Jahren. Also man darf nicht vergessen, das Spiel ist im September 2013 erschienen. Damals natürlich noch für PS3 und die Xbox 360. Dann ist ein Jahr später für PS4 und Xbox One rausgekommen und dann im April 2015 für den PC. Und jetzt eben im März 2022 kam das Spiel auch für die Next Gen, wobei Next Gen stimmt nicht mehr, es ist ja Current Gen, weil das, die Konsolen gibt es halt eine Ewigkeit eigentlich schon wieder, 1,5 Jahre sind die fast schon wieder draußen, das heißt, die sind nicht mehr Next Gen in dem Sinne, sondern sind eigentlich ja Current Gen, das was aktuell halt am Markt ist. Und da kam jetzt eine neue Version raus, die auch viele Leute wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht hat, mich eingeschlossen, weil ich hatte mir dann doch ein bisschen mehr erwartet von einer Version, die sich Expanded and Enhanced nennt, wobei Rockstar Games ja diesen Titel scheinbar einfach dann wieder über Bord geworfen hat, obwohl sie es so angekündigt hatten, aber okay, wie gesagt, Rockstar Games ist ein bisschen da seltsam, was die Kommunikation betrifft. Ich finde es sehr, sehr, sehr schade. Ihr könnt euch ja gerne auch diverse Videos von zum Beispiel Digital Foundry anschauen oder auch diverse Reviews, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt. Ich verlinke euch die gerne natürlich in der Videobeschreibung bzw. eben auf meiner Homepage unter podcast.fellner.digital. Da könnt ihr einfach draufklicken und ja, da entsprechend euch die Links raussuchen. Digital Foundry hat das ein bisschen auch verglichen, was so die grafischen Verbesserungen sind. Klar, die Konsolenversion hat zum ersten Mal 60 FPS, das ist ganz nett, wenn wir ehrlich sind, weil ja, Spiel mit 30 FPS ist halt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so zeitgemäß, wenn wir ehrlich sind, und das Spiel fühlt sich halt schon sehr träge an in 30 FPS, das ist ein großer Vorteil, wobei der Standardmodus, der bevorzugt wird, ja, der Fidelity-Modus mit 4K und 30 FPS und Raytracing, wobei Raytracing in dem Fall nur die Schatten sind, ja. Sieht ein bisschen besser aus, sieht ein bisschen smoother aus, aber so wirklich eine Innovation, eine technische ist nicht. Grafisch gesehen ist in einigen Punkten tatsächlich auch hinter der PC-Version, die auch schon 7 Jahre alt ist mittlerweile, das darf man auch nicht vergessen, die gibt schon ewig. Die hat auch eigentlich jetzt keine wirklichen technischen Verbesserungen bekommen. Die PS5 und Xbox Series Version hat dafür den großen Vorteil, dass ihr Fahrzeuge besser tunen könnt und deswegen bessere Beschleunigung habt. Obwohl sie ursprünglich gemeint haben, die Fahrzeuge gehen deutlich schneller, das was scheinbar technisch nicht möglich war früher, weil aufgrund der Ladezeiten, aufgrund des Streamings der Spielwelt, scheinbar, keine Ahnung, sie haben es ja nicht genau erklärt, warum das so ist, aber das ist einer der neuen Vorteile. Ihr habt eine Handvoll Fahrzeuge, also echt wenige tatsächlich, die das können, die ihr ein bisschen besser tun könnt, aber ist jetzt auch keine Innovation und das geht auch wieder nur im Online-Modus. Ich hätte mir erwartet, dass Rockstar Games sagt, okay, passt, wir haben einen Re-Release von GTA 5, vor allem sie verlangen ja Geld von euch. Also aktuell kostet GTA 5 der Singleplayer alleine auf der PS5 10 Euro, auf der Xbox Series 20 Euro und das soll später dann 40 Euro kosten, wo ich mir denke, 40 Euro für ein Spiel, das 1:1 gleich ist wie vor 9 Jahren, ist schon sehr happig und sehr, sehr viel. Selbst die 10 Euro sind mir persönlich zu viel, vor allem wenn ich das Spiel, habe ich damals auf der Xbox 360, auf der PS4 und am PC gekauft, also ich habe dreimal schon Geld Rockstar Games dafür ausgegeben. Ich meine, ich hatte auch viel Spaß damit, wohlgemerkt. So ist es ja nicht, aber ja, mir fehlt so ein bisschen die Innovation hingehend auf eben eine neue Konsolengeneration. Wir hatten ja von der PS3 bzw. Xbox 360 Version auf die PS4 und Xbox One Version, hatten wir jetzt
zum Beispiel den First-Person-Modus, generell hübschere Grafik und so weiter. Am PC haben wir natürlich viele neue Optionen dazu bekommen, eben grafischer Natur, eben auch mehr als 30 FPS und so Zeugs. Das heißt entsprechend, da gab es ein bisschen einen Vorteil, sage ich mal. Die einzige Neuerung, die GTA 5 auf PS5 und Xbox Series hat, ist Raytracing-Schatten. Und die hätte man auch sich sparen können und stattdessen auf andere Sachen fokussieren können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Version jetzt fast eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung der Konsolengeneration rauskommt, fragt man sich echt, was haben die letzte Zeit gemacht? Was haben die von der Ankündigung dieser Version, die ja wohlgemerkt auch nie bebildert wurde damals, sondern da haben sie ja die PS4-Version gezeigt. Was haben die in der Zeit gemacht, damit das Spiel so wenig Neues hat? Wie gesagt, klar, es kommt, geht ja Online-Inhalte, das schon. Und wahrscheinlich hat man sich auch, ich sag mal, gedacht, man veröffentlicht das letzte große Update für GTA, wo ja auch Dr. Dre und so mitspielt, dass man das entsprechend auch mit dieser Konsolenversion dann launcht. Allerdings ist sich das zeitlich scheinbar nicht ausgegangen. Deswegen gibt es auch jetzt keine Neuerung, die diese Version wirklich, die es wirklich nötig macht, abzugraden. Außer natürlich, ich spiele sowieso sehr aktiv auf der PS4 zum Beispiel. Oder auf der Xbox One oder die Version auch auf euren neueren Konsolen und ihr sagt, okay, ich würde gerne 60 FPS spielen, dann würde es vielleicht Sinn machen. Auf der PS5 ist es aktuell kostenlos, geht ja online, allerdings nur der Online-Modus. Das macht natürlich dann irgendwo, da kann man jetzt nicht viel falsch machen, sagen wir mal so, ihr könnt auch euren Charakter übertragen, geht allerdings nur einmalig, er verschwindet dann von der anderen Version. Wobei ich auch nicht ganz verstehe, warum es hier keinen globalen Charakter gibt, den man auf allen Plattformen nutzen kann und warum es auch kein Crossplay gibt zwischen zumindest den neuen Versionen und der PC-Version zum Beispiel. Ich meine, gut, die PC-Version ist mit Cheatern voll, vielleicht ist es eh besser, wenn das nicht so ist. Aber dass man zumindest mal untereinander in den Konsolen herum miteinander spielen kann, das finde ich sehr, sehr schade, dass es halt zwischen der alten Version von den alten Konsolen und der neuen Version nicht geht, ist irgendwo aufgrund von, ich sage mal, so Sachen wie eben diesen neueren, stärkeren Fahrzeugen oder schnelleren Fahrzeugen halt ein bisschen schwierig natürlich, keine Frage. Aber wie gesagt, so ganz verstehen kann ich nicht, was sich Rockstar Games eigentlich hierbei gedacht hat, weil ja, es ist halt irgendwie enttäuschend. Nicht nur, dass das Ganze eben Geld kostet, auf Xbox Series zum Beispiel zahlt ihr aktuell auch 10 Euro, wenn ihr entsprechend GTA Online allein spielen wollt und eben 20 Euro für den Singleplayer, was halt echt viel ist, weil 30 Euro für ein Spiel, das jetzt keine neuen Features im Grunde hat, weil wie gesagt, meiner Meinung nach ist Raytracing-Schatten jetzt kein neues Feature an sich, vor allem wenn man bedenkt, dass die restlichen Versionen, die restlichen Optionen, die Grafikoptionen schon längst auf dem PC verfügbar sind. Und auch die Neuerungen wie 5 Fahrzeuge, die jetzt ein bisschen schneller sind, aber eigentlich nur Versionen sind von Fahrzeugen, die schon im Spiel waren, ist echt frech und das geht auch nur online. Und ich hätte mir erwartet, okay, wenn es kein Singleplayer-DLC ist, dass man zumindest dafür sorgt, dass die Fahrzeuge und, ich sag mal, einige Optionen und Möglichkeiten wie Waffen und ähnliches aus dem Multiplayer in den Singleplayer reinkommen, damit man da neue Optionen hat. Aber da hätte man sich damit beschäftigen müssen, mit wie baut man es in die Story ein, wie baut man Sachen um und ähnliches. Natürlich ist das viel zu viel Aufwand für ein Spiel, das sich so gut verkauft und eigentlich auch keine Notwendigkeit da ist, seitens Rockstar Games irgendwas Innovatives zu machen, weil das Ding hat sich wie geschnitten Brot verkauft, verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Also wir sind bei, glaube ich, 160 Millionen Stück und unfassbar viel Umsatz und ich glaube, es ist das erfolgreichste Entertainment-Produkt überhaupt jemals und das ist halt schon, das spricht für sich. Ich glaube, nur Minecraft hat sich besser verkauft als GTA 5. Das spricht natürlich für den Erfolg von Rockstar Games, aber das, was sie jetzt abziehen und das, was sie die letzten Jahre auch abziehen, weil der Online-Modus ist meiner Meinung nach für mich einfach nur mehr eine Gelddruckmaschine seitens Rockstar Games, weil du konntest dir, im Endeffekt kannst du dir kaum was erspielen mittlerweile, wenn du jetzt nicht wirklich täglich Stunden reinsteckst. In dieses Spiel kannst du dir eigentlich nichts erspielen, weil alles sauteuer ist. Und dann wäre natürlich die Option, Shardcards zu kaufen, also echt Geld auszugeben für Ingame-Kohle, die echt auch scheiße teuer sind. Also 8 Millionen könnt ihr für knapp 100 Euro kaufen, was echt viel ist. Vor allem für die 8 Millionen bekommt ihr eine Yacht und das war's. Also, und selbst fahrzeugetechnisch bekommt ihr 2 Fahrzeuge drum oder vielleicht 3 Maximum, weil die kosten auch alle über 2 Millionen mittlerweile, die neuen Fahrzeuge. Und das ist eigentlich sehr wenig. Und jetzt kommt das Dreisteste, was überhaupt Rockstar Games bisher meiner Meinung nach gemacht hat, und das ist GTA Plus. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, das ist ein neuer Abo-Dienst, wo ihr monatlich 6 Euro bezahlen könnt, sowohl auf PS5 als auch Xbox Series Konsolen. Das geht allerdings nur auf diesen Versionen, weil, because reasons, keine Ahnung, sie haben sich auf der anderen Version scheinbar nicht getraut, so einen Scheiß auch einzubauen. Auch der PC hat ja bisher auch von keinem dieser neuen Features und Anführungszeichen für die Next-Gen-Konsolen profitiert. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie haben es übrigens angekündigt damals, dass auch der PC davon profitieren soll. Das haben sie auch bisher nicht umgesetzt. Kein Mensch weiß, ob das jemals passieren wird. Da ist einfach die Kommunikation seitens Rockstar Games einfach für den Hugo.
Und wenn wir ehrlich sind, ich sag mal so, früher konnten sie es leisten, sich leisten, so mit der Community umzugehen. Mittlerweile ist es halt echt frech, vor allem nach dem Debakel um die Definitive Edition, um das auch diese Expanded Enhanced Edition, die Leute eher verärgert hat, als jetzt irgendwie zufriedengestellt hat, vor allem, weil es auch kein kostenloses Update von der PS4 auf die PS5-Version oder Xbox One-Version auf die Xbox Series-Version gibt, weil, keine Ahnung, man hat ja zu wenig Stück davon verkauft, deswegen muss man das unbedingt nochmal um für vieles Geld anbieten. Finde ich echt mega frech. Und wie gesagt, GTA Plus setzt da überhaupt nochmal eine Schippe drauf irgendwie und übertreibt das Ganze, weil da könnt ihr für 6 Euro im Monat euch tatsächlich ein paar Boni erspielen, unter Anführungszeichen, weil, ja, ihr bekommt 500.000 GTA Ingame-Geld, also GTA-Dollar, das heißt 500.000 pro Monat, was in diesem Spiel echt nichts ist. Das gebt ihr für ein Upgrade, für ein Fahrzeug-Upgrade aus, wenn ihr Pech habt, weil die auch so schweineteuer sind. Ihr könnt euch darum kein aktuelles Fahrzeug kaufen, keine Immobilie, nichts. Da ist wirklich, das ist einfach nur wenig. Es ist echt unfassbar wenig. Ihr bekommt aber 15% extra, wenn ihr Shark-Cards kauft, das heißt, wenn ihr um 100 Euro eine 8 Millionen Shark-Card kauft, dann bekommt ihr 1,2 Millionen obendrauf quasi als Bonus. Ist auch frech irgendwie einfach nur, weil 15% ist jetzt echt nicht viel, vor allem bei den Preisen und bei dem, was man da rausbekommt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in diesem Spiel echt die Ingame, dass da Ingame alles echt sehr, sehr teuer ist. Also ob Fahrzeuge, Immobilien oder ähnliches sind, das ist alles schweineteuer. Und ja, das ist halt einfach auch nichts. Klar, ihr bekommt ein Fahrzeug kostenlos, das war's aber auch schon. Ihr bekommt nicht mal die Upgrades dafür kostenlos, ihr bekommt 2 Lackierungen dafür, die echt keiner braucht, die auch sonst wahrscheinlich schweineteuer wären. Die Fahrzeuge sind übrigens nur Vorabzugang, das heißt, eine Woche später können es dann alle Spieler kaufen. Und die müssen dann natürlich Geld ausgeben, ihr bekommt es kostenlos. Okay, man bekommt ein kostenloses Fahrzeug, man bekommt eine kostenlose Immobilie, nämlich einen Autoshop aktuell. Ändert sich natürlich dann monatlich. Aktuell bekommt ihr eben Autoshop drum, was auch dem nächsten Spieler was bringen wird, weil es gab schon mal mit Twitch Prime einen kostenlosen Autoshop oder ihr habt das Ganze sowieso schon erspielt, weil ihr aktive Spieler seid. Das heißt, für aktive Spieler ist das Ding einfach nur ein Witz, weil ihr bekommt ein paar kosmetische Items wie ja, Kleidung oder ähnliches oder Lackierungen für Fahrzeuge, die ihr erstmal besitzen müsst. Die Fahrzeuge sind natürlich nicht kostenlos und die Lackierungen und die Kleidungsstücke und so weiter sind dann exklusiv quasi für GTA Online, wer weiß wie lange, oder GTA Plus, sorry, wer weiß aber wie lange. Am PC gibt es denen Files tatsächlich, das heißt, die sind schon länger im Spiel drin, weil die PC-Version hat schon länger kein Update mehr bekommen. Und ja, also es ist echt frech, was sich hier Rockstar Games erlaubt mit diesem GTA Plus Abo. Ich hoffe tatsächlich, die fallen damit ziemlich auf die Schnauze. Ich befürchte aber leider, dass auch das ein Erfolg sein wird für Rockstar Games, weil ein paar Leute werden es abonnieren. Und wenn sie ein paar Leute abonnieren, dann kann man auch mit dem Shitstorm leben, der da rundherum abgeht. Ich kann euch da auf jeden Fall ein paar Videos empfehlen. Ich verlinke euch die gerne unten in der Videobeschreibung bzw. eben auf meiner Homepage. Ein paar Videos zu dem Thema, falls euch das ein bisschen näher interessiert, was da so drin vorkommt. Es gab auch einen guten Artikel auf der GameStar von Dimitri Haller, glaube ich, ist es, der entsprechend auch hier einen Artikel darüber gemacht hat, über generell dieses Thema, wie man mit diesen solchen Abo-Services umgeht. Weil das Problem ist, was man nicht vergessen darf, ist, das Ganze ist so eine Art, ja, Testkonstrukt, sage ich mal. Also wie damals bei den Lootboxen, ein paar haben es vorgemacht mit den Lootboxen, haben gesehen, das ist sehr erfolgreich und dann entsprechend ballert man das in jedes Spiel rein, weil ja, die drüber, die Leute, die halt den Publisher arbeiten, die sagen halt, yo geil, da können wir Geld machen, schnell rein damit und ja, da werden lieber dann gute Features zurückgehalten oder ähnliches, um hauptsächlich da noch Geld rauszuholen. Was halt sehr schade ist, weil man hier wirklich ein gutes Produkt nimmt und das eben auf eine künstliche Art und Weise nur aufs Gelddrucken auslegt und das finde ich echt ungeil, weil hier eben, ich habe schon sehr oft gesagt, auch in so Videos zum Thema Spiele-Releases, die einfach unvollständig sind. Es geht einfach so ein bisschen die Ambition und die Liebe für Spiele verloren, für das Spielemachen, glaube ich. Weil ich glaube auch, dass natürlich Entwickler keinen Bock haben, wenn sie bei Rockstar Games arbeiten, eigentlich einen guten Job machen und eigentlich das machen, was sie gern machen. Und dann hatet sie die ganze Welt oder Rockstar Games an sich halt wird gehatet für solche Aktionen und die Entwickler haben natürlich auch keinen Bock drauf, weil die denken sich, eigentlich ist das nicht meine Entscheidung, ich möchte das überhaupt nicht, ich wurde quasi dazu gezwungen, solche Sachen einzubauen oder ähnliches. Das ist halt echt schade. Und was halt Rockstar Games damit jetzt provoziert oder versucht ist, zu testen, wie dieses Abo-Service funktioniert. Wenn das gut ankommt, kommt es wahrscheinlich auch in Red Dead Online rein, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen zumindest. Und wenn es gut funktioniert und andere Publisher und Entwickler sehen, dass das gut funktioniert, wird das wahrscheinlich auch in andere Spiele überlaufen. Und ich meine, ich finde Abo-Services, verstehe mich nicht falsch, an sich ja gar nicht schlecht. Also ein Xbox Game Pass ist zum Beispiel meiner Meinung nach unfassbar gutes Angebot, weil ihr dafür 10 Euro im Monat echt viele Spiele bekommt, auch sehr viele aktuelle Spiele. Auch PS Plus versucht sich da jetzt an so einem Abo-Modell, allerdings ist das nicht dasselbe wie der Game Pass.
dürfte aber auch ganz okay sein. Oder auch so Dinge wie zum Beispiel EA Play, wo ihr entsprechend auch für gar nicht so viel Geld relativ viele Spiele Zugriff bekommt, wobei es auch im Game Pass drin ist. Ubisoft Connect zum Beispiel finde ich wieder ein bisschen schwierig, das kostet relativ viel Geld für das, dass man gerade mal eine Handvoll Ubisoft-Spiele hat, die da drin sind. Das ist weniger rentabel und natürlich Abos, wir kennen es, jeder von uns hat ein Abo, ob es jetzt Spotify ist, ob es Netflix ist, ob es Amazon Prime ist, ob es was auch immer, es gibt ja 100.000 Sachen, Disney Plus, ob es eben der Game Pass ist und ähnliches. Es gibt ja sehr viele Abo-Modelle und sie funktionieren ja auch, das merkt man, sonst würde es das nicht geben. Mittlerweile kannst du Software wie zum Beispiel Adobe, macht das ja seit Ewigkeiten auch schon, dass man nur mehr Ganze per Abo bekommt, du kannst es gar nicht mehr kaufen, weil sie einfach merken, das funktioniert halt besser und bringt mehr Kohle ein. Wie gesagt, wenn die Produkte gut sind, wenn es eine gute Balance ist, spricht ja auch nichts dagegen. Also ich zahle gern für mein Spotify-Abo, weil ich weiß, ich verwende das auch sehr, sehr viel, weil ich sehr viel Musik höre. Ich bekomme dann alles aktuell an Musik rein, was ich höre. Und das ist halt schon ein sehr, sehr gutes Angebot. Auch der Game Pass ist für mich ein gutes Angebot, weil ich da sehr viele aktuelle Spiele bekomme und mir es auch sparen kann, zum Beispiel ein Forza Horizon 5 zum Launch zu kaufen oder entsprechend ein Halo Infinite oder ähnliches. Ich weiß, dass ich das Ganze da drin habe und direkt beim Launch spielen kann, ohne es extra kaufen zu müssen. Für das ist es für mich ein gutes Angebot. Aber GTA Plus zum Beispiel, so ein Abo-Service in einem Spiel, vor allem in einem Spiel, für das du Geld ausgegeben hast, dass man sagt, okay, es gibt einen Battle Pass in dem ein oder anderen Spiel, wie zum Beispiel ja, Call of Duty, Fortnite, was auch immer, wobei Call of Duty ist wieder so ein eigenes Thema, aber Fortnite zum Beispiel oder auch Apex Legends, da verstehe ich, dass man den Battle Pass macht, weil das Spiel ja Free-to-Play ist. Dass man kosmetische Items via Shop verkauft, ist auch okay in dem Sinne. Aber das ist was ein bisschen was anderes, einfach aus dem Grund, weil die besser balanced sind. Du musst das Ganze nicht kaufen, du hast dadurch keinen spielerischen Vorteil. Bei GTA hast du so ein bisschen doch einen spielerischen Vorteil, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es ist eigentlich nur eine Abzocke, weil für 6 Euro im Monat bekommst du dafür kaum Geld, mit dem du was kaufen könntest. Wenn es halt sehr, sehr viel Geld wäre, könntest du damit ein bisschen mehr machen. Wenn du dir anschaust, zum Beispiel mit den Shardcards, kannst du dir halt alles in-game kaufen und damit hast du dann wirklich Pay to Win im gewissen Grade, weil du halt dann die guten Sachen hast, weil du halt dann auch Spieler mit deinen fliegenden Autos und so halt abschießen kannst, wobei GTA Online ja generell so ein Problem hat mit toxischem Verhalten von Leuten, weil ich halt zum Beispiel auf dieses Spiel null Bock, also vielleicht liegt es daran, dass ich allein spiele, aber für Singleplayer-Fans ist es überhaupt nichts meiner Meinung nach, davon abgesehen, dass du online eigentlich nur links und rechts abgeballert wirst von irgendwelchen Leuten und mir das einfach nur am Sack geht. Deswegen bin ich da überhaupt kein Fan von diesem Online-Modus, deswegen würde ich mir auch das Ganze nie kaufen. Ich habe jetzt mal kurz reingeschaut in diese PS5-Version, weil ich einfach schauen wollte, ob sich da wirklich viel getan hat, aber eigentlich ist es echt lächerlich, was da neu ist in dieser Version. Und das, was sich Rockstar Games da eben erlaubt oder probiert, wenn das erfolgreich ist, werden wir sowas auch in anderen Spielen sehen. Und ich meine, stellt euch vor, ihr zahlt 70 oder mittlerweile 80 Euro für ein Spiel, wie zum Beispiel Call of Duty, und dann müsst ihr da auch noch monatlich nochmal Geld reinstecken. Bei einem Battle Pass ist es ein bisschen was anderes, weil da zahlt ihr halt, zum Beispiel Call of Duty finde ich es gut gelöst, zumindest früher in Modern Warfare und Black Ops, da zahlst du 10 Euro einmalig, wenn du es viel spielst, bekommst du die Punkte, die du brauchst, quasi für den nächsten Battle Pass Retour. 3 Monate später, dann kommt der nächste Battle Pass, da kannst du entsprechend das Geld dann, oder musst du nicht nochmal Geld ausgeben, wenn du sehr aktiv bist. Bei solchen Abo-Services gibst du das Geld aus, bekommst ein paar Kleinigkeiten, die dir aber wirklich nicht, eigentlich nicht wirklich viel bringen und kannst dann entsprechend, ja, dann nächsten Monat wieder dafür Geld ausgeben und hast halt das Gleiche. Es mag für den einen oder anderen durchaus von Vorteil sein, sage ich mal, wenn man das Auto unbedingt haben möchte und sich denkt, okay, ob ich jetzt quasi die Shark-Karte ausgebe, das gleiche Geld oder mehr ausgebe für das Fahrzeug oder ob ich es einfach gleich so kaufe, ist jetzt auch nicht so tragisch natürlich, aber besser ist es wohl, man erspielt sich das und dafür passt einfach die Balance meiner Meinung nach in GTA Online nicht, weil du einfach zu wenig Geld in kurzer Zeit kriegst. Und das gleiche Thema ist es ja auch mit Gran Turismo 7 zum Beispiel, wo du ja auch, da gab es ja zum Glück auch ein Update, dass sie daran arbeiten, aber wo du auch bei den Rennen einfach viel zu wenig Geld rausbekommst, um dir Fahrzeuge zu kaufen zu können. Das heißt, du hast das Thema, dass du dir ab einem gewissen Punkt halt wirklich grinden musst und Stunden reinstecken musst, um halt ein bisschen Kohle rauszukriegen oder alternativ halt Geld ausgeben, damit du dir Ingame Cash kaufen kannst. Und das ist halt ein Weg, der überhaupt nicht geil ist und der halt dazu führt, dass Spieler, die eigentlich geil sind, dann doch einen Shitstorm abbekommen, was ja auch meiner Meinung nach irgendwo ein bisschen gerecht ist, weil ja, man sollte ja den Publishern und den Entwicklern auch zeigen, hey, wir lassen sowas nicht mit uns machen. Und das gleiche ist ja auch mit GTA Plus. Da gibt es sehr viele, die aktuell die entsprechend sagen, nehmt da nicht teil, kauft das nicht, spielt gar nicht GTA Online, um Rockstar Games zu zeigen. Wir haben da keinen Bock drauf. Leider
bei der großen Spieleranzahl wird es nicht so viele Leute, werden es nicht so, die Masse nicht so extrem auffallen. Deswegen befürchte ich, wird da nicht viel passieren. Ich hoffe mir, dass sie damit auf die Schnauze fallen und zwar gehörig. Ich glaube allerdings nicht unbedingt dran, sage ich mal. Und wenn das erfolgreich ist, werden wir so einen Spaß auch in anderen Spielen sehen und dann gebt ihr eben 80 Euro für ein Call of Duty aus und dürft da monatlich nochmal 10 Euro reinstecken, damit ihr ja spezielle Kleinigkeiten bekommt oder vielleicht sogar ganze Maps, damit man wieder die Spielerschaft spaltet, wie damals bei Battlefield zum Beispiel oder bei anderen Spielen, wo du quasi die DLC-Spieler von den Hauptspielern getrennt hast mit den Maps und so weiter, was halt einfach auch dumm war und auch nicht aufgegangen ist, deswegen macht man es ja auch mittlerweile nicht mehr. Deswegen gibt es auch in Call of Duty die Maps für alle kostenlos zum Beispiel oder auch in Battlefield soll es zukünftig alle Maps kostenlos geben und das finde ich ein guter Weg dorthin. Dafür sucht man halt wieder andere Möglichkeiten mit Ingame-Stores, mit Mikrotransaktionen, mit Battle-Passes, die es sowieso standardmäßig gibt, wobei die mir persönlich nicht so wehtun, weil die muss ich nicht kaufen, dafür gibt es keinen wirklichen Grund. Und natürlich kann man das gleiche auch für diesen Abo-Dienst, den GTA Plus sagen, dass man jetzt sagt, okay, das ist eigentlich nichts, was du ja kaufen musst, du kannst da einfach links liegen lassen. Aber es geht halt in eine Richtung, in einen Trend, wo du vielleicht dann ab einem gewissen Punkt auch sagst, okay, ich komme gar nicht mehr weiter, wenn ich nicht dafür monatlich Geld bezahle, weil ich dann Content verwehrt bekomme und da sehen wir zum Beispiel auch mit dem Fahrzeug, das einfach früher verfügbar ist oder vielleicht später einfach nur mehr in diesem GTA Plus verfügbar ist oder vielleicht auch bestimmten Content, der mehr Geld bringt, der dir entsprechend auch, ja, wo du entsprechend vielleicht nicht 500.000, sondern ein bisschen mehr und später bekommst, dafür Items noch teurer werden. Also das könnte ein Trend sein, in dem sich's hinentwickelt. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich hoffe persönlich nicht in diese Richtung, weil wie gesagt, in einem Vollpreistitel hat sowas meiner Meinung nach nichts verloren. Da finde ich die Battle Passes schon ein bisschen schwierig. Die sind allerdings meiner Meinung nach jetzt nicht so extrem schlimm, vor allem wenn du eben so ein Modell hast wie bei Call of Duty, wo du sagst, wenn du genug Zeit reinsteckst, bekommst du das auch wieder retour und kannst quasi den nächsten kaufen und zahlst halt einmal die 10 Euro, was halbwegs okay ist. Fan bin ich auch keiner groß davon, aber ich verstehe, dass man halt bei großen Spielen, die halt wirklich Millionen, hunderte Millionen in Entwicklung kosten, dass man entsprechend da ein bisschen versucht, sich auf anderen Wege auch noch Geld reinzuholen, nicht nur durch den Verkaufspreis, weil ja, das bringt nicht immer ganz so viel, kommt auf Spieler natürlich. Und bei Rockstar Games sehe ich halt nicht, dass sie dafür Geld verlangen, dass diese Next-Gen-Version quasi kostenpflichtig ist, dass sie dafür echt viel Geld haben wollen, dass sie jetzt mit dem GTA Plus um die Ecke kommen, obwohl sie eh schon die Shark-Cards haben, mit der sie haufenweise Kohle scheffeln in diesem Spiel, obwohl dieses Spiel sich unfassbar gut verkauft hat, sie unfassbar viel Umsatz und Gewinn damit gemacht haben, finde ich es frech, dass sie gerade als Rockstar Games das einbauen und sich in eine Richtung entwickeln, die mir gar nicht gefällt und ich bin gespannt, wo es hingeht, ob ein GTA 6 dann überhaupt nur mehr hinter Paywalls ist und du quasi ja alles extrem teuer ist und das Ganze vielleicht im Singleplayer sogar du dir Sachen für echt Geld kaufen kannst und ähnliches. Ich glaube nämlich in die Richtung könnte es gehen. Ich hoffe, dass das Konzept nicht aufgeht und dass sie da auch draus lernen für GTA 6, aber ich habe da aktuell wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Schreibt mir gerne eure Kommentare dazu in die Video, also unter das Video natürlich, beziehungsweise schreibt mir gerne auch auf Twitter oder Instagram @timeless_out. Da schreibt, ja, sagt mir einfach eure Meinung, würde mich interessieren. Danke an der Stelle fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir hören uns und sehen uns. Bis dann, ciao!